Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen. Es ist ein spätes Video, aber es ist gerade etwas Unglaubliches rausgekommen. Charlie Intel auf Twitter, es ist kein Fake, das ist nicht ausgedacht, das ist auch irgendwie nicht spekuliert, hat eben gerade bestätigt, was Activision mit Treyarch und Sledgehammer diese Woche besprochen haben. Und zwar, ihr wisst, wir haben seit 2012 den Lifecycle, es ist Treyarch, dann ist Infinity Ward und danach ist Sledgehammer Games mit den Spielen dran. Sledgehammer Games hat das letzte WW2 gemacht, das heißt, die werden jetzt nach dem Teil, der jetzt kommt, dran im nächsten Jahr. Sie haben alle Pläne über den Haufen geworfen und Sledgehammer Games wurde diese Woche bekannt gegeben, dass sie das nächste COD im nächsten Jahr nicht rausbringen dürfen, weil das Spiel aktuell in einem Zustand ist, den Activision im Prinzip mit es ist eine reine Mess, also es ist ein reines Chaos. Sledgehammer hat bisher nur den Singleplayer geschafft, fertig zu bekommen. Den Singleplayer werden sie zusammen mit Raven Software, das sind die Entwickler, die damals auch bei Ghost mitgearbeitet haben, werden als assistierendes Studio für Treyarch mitwirken. Und Treyarch wird, obwohl sie gerade erst Black Ops 4 released haben, im nächsten Jahr Black Ops 5 releasen. Es wird einen weiteren Black Ops Teil geben, obwohl man geplant hatte, die Serie hiermit offiziell zu beenden. Das Ganze ist vor 5 Minuten erst publik geworden und wenn ich mir das angucke, Dismo, Haptic, die Leute reagieren mit absolutem Unverständnis darauf, was da passiert ist jetzt. Es ist definitiv bestätigt, Treyarch wird das nächste COD im nächsten Jahr machen und es wird eine diesmal hoffentlich letzte Fortsetzung der Black Ops Reihe werden. Und wenn ihr mich jetzt fragt, was das heißt für unser Spiel aktuell, für Black Ops 4 wird keiner mehr einen Finger rühren, weil sie nur noch ein Jahr Zeit haben, ein nagelneues Spiel aus dem Boden zu stampfen. Das ist für mich auch ein wirklich plausibler Grund, warum wir so viele Probleme und Fehler in dem aktuellen Black Ops 4 sehen. Ich glaube, dass diese Entscheidung nicht erst diese Woche gefällt worden ist, aber diese Woche veröffentlicht wurde und dass Treyarch hinter den Kulissen schon seit vielen Wochen am neuen Black Ops Teil, Black Ops 5, im Jahr 2020 arbeitet. Die Infos sind gerade erst rausgekommen, ich wollte euch das direkt mitgeben, dass ihr direkt Bescheid wisst. Wir kriegen in den nächsten Tagen oder Wochen den MW4 Trailer oder was auch immer es jetzt wird von Infinity Ward, aber das Spiel danach wird nicht von Sledgehammer sein, es wird Black Ops 5 sein. Die Kampagne wird zur Zeit des Kalten Krieges spielen. Das heißt, wir werden wieder so eine Fehde mit USA und Russland haben. Den Multiplayer plus alles, was dazu kommt. Wir haben noch nicht mehr Infos. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Die neuen Infos werden hoffentlich morgen kommen. Das ist alles, was ich euch sagen kann. Das neue COD im nächsten Jahr wird nicht von Sledgehammer kommen, es wird von Treyarch kommen und es ist bestätigt, es wird Black Ops 5 sein. Was haltet ihr davon, Leute? Schreibt in die Kommentare. Es ist unglaublich. Ich habe es gerade bei Twitter geteilt. Ihr könnt mir da folgen, falls ihr da irgendwie die neuesten News auch sehen wollt. Ich bin absolut sprachlos. Wenn ihr dieses Video seht, ich werde gegen 9:30 wieder online sein auf Twitch beim Stream. Dann können wir gerne über das Thema sprechen, was das heißt, was für Auswirkungen das auf jetzt hat. Wir sehen uns in der Stunde im Stream. Lasst ein Like nach oben da. Ich bin raus. Haut rein.